So, da bin ich wieder. Herzlich willkommen zurück im Level The Hidden Place bei Tomb Raider Quest of Gold in Korea. Jo, schauen wir uns hier mal in Ruhe um. Wo hat das Lara gesagt im Anwesen, gell? Willkommen in meinen bescheidenen vier Wänden. Schaut euch nur in Ruhe um. Und wo sind wir? In den bescheidenen vier Wänden, und zwar jetzt weiter oben. Auf der Empore. Sehr schön. Guck mal, da ist eine Bonsai-Blume, beziehungsweise ein Bonsai-Baum. Ist das nicht schön? Und da hinten ist ein Medipack, das werden wir gleich nehmen, weil, in beiderlei Hinsicht, wir nehmen es auf und wir nehmen es ein, weil wir haben voll viel Leben verloren. Durch diese ganze Spießaktion. So. Jetzt kann man hier schön drüber laufen. Guck mal, wie schön. So. Und den Schalter drücken. Macht er das Feuer da drüben aus? Wieso? Den Schalter muss man nicht verstehen, oder? Aber den lassen wir erstmal. Wahrscheinlich hat er noch einen Nebeneffekt. Jetzt müssen wir nur erstmal gucken. Hier. Ach, hier. Drücken wir das mal. Ach, das kann man rausbrechen. Okay. Aha. Feuer ist aus. Das heißt, der Schalter ist doch totaler Unsinn. Muss man das jetzt verstehen? Der hat bestimmt einen Nebeneffekt. Den müssen wir nachher auf jeden Fall, wenn wir das rausgebrochen haben, wieder drücken. Weil der hat sicher einen Nebeneffekt. Aber jetzt nehmen wir erstmal hier das mit. Wir wissen auch schon, wo wir es einsetzen müssen. So. Oh oh. Den aber rückgängig erstmal. Wer weiß, wozu man es braucht. Ui. Das war knapp, ey. Okay, ein bisschen übertreiben kann man es für die Stelle auch. Aber okay. Wir hatten Panik vor den Geistern. Aber das löst in mir immer total Stresssituationen aus und dann ist es gar nicht so schlimm manchmal. Das ist dann immer, man denkt immer, es ist schlimmer, als es dann überhaupt ist. So, jetzt gehen wir erstmal hier rein, endlich in diese Tür, die wir geöffnet haben. Ich weiß, wir haben jetzt diese zwei Sterne, Dragon Seals, zum Einsetzen. Aber ich will jetzt einfach mal wissen, was hier hinter dieser Tür ist. Hier haben wir schon letzte Folge oder vorletzte Folge geöffnet. Und jetzt will ich halt auch echt mal wissen, was da drin ist. So, wo ist sie denn? Irgendwo hier war doch so eine Gittertür. Wo war das? Das ist die Frage. Ja, da war doch irgendwo eine. Das ist wahrscheinlich die. Und die hatte ich jetzt im Kopf, aber das ist die gar nicht. Und da ist ein Affe. Wie süß. Das heißt, was ich eigentlich ursprünglich vorhatte, hier weiterzukommen, kommen wir gar nicht weiter. Aber wir haben ja unsere Dragon Seals und die können wir einsetzen. Und dann machen wir das einfach, weil dann kommen wir eh weiter. So, hier hat sich noch nichts getan. Ja, so bodenlukenmäßig, nö. Alles klar. Dann setzen wir mal unsere beiden Dragon Seals ein und gucken mal, was passiert. Ich hoffe ja nicht, dass irgendwelche Drachen kommen und uns hier umbringen wollen. Ach, die Tür geht dann auf. Ich glaube, das ist naheliegend, dass dann die Tür aufgeht. So, Dragon Seal 1 und Dragon Seal Nummer 2. Das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Nessie, wie das bei Tomb Raider 3 Director's Cut da am Horizont lang schwimmt. Das sieht auch so ähnlich aus. So, wo sind wir denn jetzt? Ich mache mal eine Fackel an, weil wir haben ja genug. Mehr als genug. 542 Stück. Auch wenn die Fackeln wieder radioaktiv verstrahlt aussehen.
Hallo, dieses Grün war mal meine Lieblingsfarbe und jetzt kann ich das echt nicht mehr sehen. Richtig schlimm. Eine Tomb Raider 2, Tempel des Gian, Leiter. Und bleibst du mal stehen? Danke. Ui. Das war gerade auch mehr Glück als Verstand. Okay. Guckt euch das mal an hier. Hier wird's jetzt richtig hot. Da müssen wir aufpassen, dass wir nicht in die Lava fallen. Ist ja richtig gefährlich hier. Kann sich die Lara ja richtige Verbrennungen zuziehen. So, springen wir mal darüber zu dem Schalter. So, einmal drücken. Oh, wie schön. Ah. Cool gemacht. Und Fackel weg, Lara. Genau, die Aufmerksamkeit muss immer auf der Lara liegen, egal was ist. Das ist richtig schlimm. Immer erstmal die Aufmerksamkeit muss sich immer Lara zurückholen. Das wäre ja eine Katastrophe, wenn die Aufmerksamkeit irgendwo anders liegt als bei ihr. Mann, 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 Lara. Naja, regen wir uns nicht über Lara auf. Es führt ja eh zu nichts. Sie ändert sich eh nicht, das wissen wir alle. Aha, ich glaube, ich habe das System verstanden. Kann man vielleicht direkt... Ja, ich sehe, wie ich das System verstanden habe. Aber das müsste, glaube ich, gehen. Hier mit so einer Rückwärtsrolle irgendwie und so Drehung. So ein Sprung. Aber auf der niedrigen Seite. Probieren wir es hier nochmal. So. Und eine Rolle. Jawohl. Jetzt kann man hier schön langhangeln. Genau so habe ich mir das vorgestellt. So. Jetzt wahrscheinlich eine Rückwärtsrolle oder sowas. Ich glaube weiter unten, weil hier kommt nämlich... Ja, das war mir ziemlich klar. Weiter kommt man aber nicht. Das heißt, wir... Machen das jetzt mal von hier, so eine Rolle. Da kommt man dem... Ah, das sieht besser aus. So, genau. Und rüber. Und da kann man endlich stehen. Perfekt. So ein bisschen Kletterpartie. Perfekt. So, wo sind wir denn jetzt? Hier ist ein Affe hinter einem verschlossenen Gattertor. Du bist süß. Aber ich mag Äffchen. Die Textur sieht so ein bisschen aus... Naja. Ist okay. Ist vollkommen okay. Wo kommen wir jetzt hin? Ah. Wieder ein Nessie-Schalter. Und eine Fackel. Was haben wir jetzt für eine Tür geöffnet? Keine Ahnung. Ach, die hier. Genau, und die Fackeln, die müssen wir nämlich jetzt mitnehmen, weil wir brauchen ja das Feuer. Man kann hier auch wieder hochklettern. Aber was sollte mir das jetzt bringen? Keine Ahnung. Aha. Ich glaube, hier müssen wir dann... Ich glaube, das ist der Rückweg. Aber die Fackeln müssen wir hier drüber, glaube ich, rauswerfen. Immer so im Hocken, so ein Stück weiter... Das weiß ich nämlich noch, weil ich nicht wusste, dass das geht. Und da habe ich mal gehangen. Und man kann das nämlich so werfen. Das wusste ich damals nicht. Ist ja schon etwas länger her, wo ich das mal gespielt habe. So, und... Und werfen. Hä? Die hat das ja jetzt aufgehoben. Die hat das gar nicht mehr in der Hand jetzt. Was? Okay. Die hat es gerade ernsthaft aufgehoben. Hä, die hat...
sich aufgelöst und ist nicht im Inventar. Witzig. Okay, das heißt, wir müssen... Oh, nicht laden, speichern. Vorsichtig mit den Fackeln hier umgehen, weil wenn Lara die alle verschwinden lässt, haben wir am Ende keine mehr. Ja, das war richtig klasse, Lara. Und jetzt werfen. Na, ist sie wieder. Ja, klasse. Die müssen wir jetzt irgendwie da unten durchkriegen. Das ist jetzt halt so ein bisschen Friemelarbeit. Und jetzt hat Lara die auch schon runtergeworfen. Wir haben sie deswegen nicht... Das kann natürlich auch sein, dass die... Ey! Es kann natürlich sein, dass die jetzt schon unten liegt. Und ich habe nur gedacht, sie hat das eingesteckt. Aber jetzt müssen wir erstmal sehen, dass wir überhaupt hier drunter kommen. Ja, so auf jeden Fall nicht. Nö. Also beim ersten Mal hat es besser geklappt. So. Jetzt da. Perfekt. Hat es jetzt ganz runter? Nee. Aber das kann man schon mal zwischenspeichern. Lag die gerade nicht weiter vorne? Irgendwie verwirrt mich das hier. Ich dachte jetzt irgendwie, die liegt weiter vorne. Hä, liegt sie doch auch. Wollt ihr mich jetzt alle verarschen? Die lag doch gerade hier vorne, oder? Ich fass es nicht. Ah ja, jetzt haben wir wieder ein Stück weiter nach vorne. Das ist halt irgendwie busy friemelig hier. Busy arg friemelig. Und jetzt ist aber ohne. Gut, jetzt haben wir es geschafft. Kann man sich jetzt auch hier direkt runterlassen? Ich glaube, da stirbt man dann. Deswegen ist der Rückweg über diese Sprossen da. Man kann es ja mal probieren. Ach, hier liegen jetzt zwei. Okay, auch nicht schlecht. Da können wir hier eine verkacken. Dann ist nicht schlimm. Haben wir wenigstens zwei. Okay, deswegen ist hier dieser Rückweg über diese Leitersprossen. Sonst kommt man hier, glaube ich, nicht mehr lebend zurück. So. Genau, da krabbelt Lara auch wunderbar dran hoch. Ein Traum. Und was mir gerade eingefallen ist übrigens, da müssen wir gleich mal gucken. In diesem einen Raum, wo wir ja diesen Schalter hatten, der nur die Spieße hochgefahren hat, was total sinnlos war, den wir dann ja wieder betätigt haben, weil das könnte ja irgendwo einen Sinn geben. Vielleicht hat sich da irgendwie was in dem Raum getan, wo der... goldene Secret-Kopf ist. Da müssen wir dann auf jeden Fall mal gucken. Vielleicht hat sich da was getan. Und ich glaube, das hier ist jetzt offen. Okay. Genau, das ist nämlich das Gitter, was wir gehört haben. Ah, dann kommt man nämlich hier wunderbar runter. Müssen wir nur am besten hier an die Leiter springen. Dass wir hier schön runter können. Genau. Und zurück. Perfekt. Und da oben drauf lag ja das andere Secret. Das heißt, das hätte man jetzt noch schön unter die Nase gerieben bekommen. Und dann fragt man sich, hä, wie kommt man da dran? Und jetzt holen wir uns erstmal hier diese Fackeln runter. Eine schmeißen wir mal ganz runter, dass wir die später vielleicht nochmal... Kann man die vielleicht mal brauchen? Wenn wir die jetzt nicht ins Wasser geworfen haben, nein, die liegt gut. Und die können wir eigentlich direkt anzünden. So. Da können wir nämlich unseren ersten Teil von dreien schon erfüllen. Nämlich das Feuer. Haben wir jetzt schon mal den Teil geschafft. Das ist doch gut, oder? So. Hier ohne anzubrennen am besten. So, das macht sie auch wunderbar. So muss das sein. Und da können wir nämlich schon mal Feuer machen. Da haben wir schon mal Teil 1 von 3 erfüllt. Weil bei Feuer kann man, glaube ich, sogar schon dran. Die anderen sind ja noch mit radioaktiven Spießen voll. Ach nee, Quatsch. Hier fehlt uns noch das Benzin, glaube ich. Hier brauchst du, glaube ich, Benzin oder Öl oder sowas, dass es brennt. Das heißt, die Fackel lassen wir uns mal hier. Okay. Und jetzt, beziehungsweise in der nächsten Folge... gucken wir dann erst nochmal hier drin, ob wir vielleicht an den goldenen Schädel drankommen. Genau. Also, würde ich sagen, sehen wir uns dann da drinnen in der nächsten Folge wieder.
Bis dann, macht's gut, ciao.